oder schlecht laufen kann oder Knieprobleme hat. Dementsprechend, würden wir herzlich willkommen zu einer Saga hier am Alexanderplatz. Heute ist mal etwas voller. Ich glaube, wir beginnen was richtig Cooles. Wir beginnen interessant mit dem Video. Hat jemand gerade Rückenschmerzen? Bisschen ich. Ich ein bisschen. Was hast du für Schmerzen? Ich habe seit Jahren Rückenschmerzen und ich habe die Erkenntnis erhalten, dass es Gott nicht gibt. Danke. Achso, aber wenn du Rückenschmerzen hast, kann ich dir einfach für dich geben. Es gibt keinen Gott. Danke dir. Ja, dann brauchst du ja keine Angst vor dem Winter. Ja. Das war mein Eintritt in die Welt vom Alexanderplatz. Ja. Let's go, guys. Ich hoffe, das war ein guter Eintritt für euch. Ich habe Rückenschmerzen, hat aber mit Gott nichts zu tun. So, in dem Sinne, herzlich willkommen, Six, All in the Mix. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Bruder, warum dieser Bruder redet von Gott ganz Zeit? Kein Deutsch? Stark, Junge, du bist hier völlig richtig. Man sagt ja, alle, die Geld haben, gehen aus Deutschland raus. Und alle, die kein Geld haben, kommen nach Deutschland rein. Herzlich willkommen in dem Sinne. Berlin Alexanderplatz, heute ultra voll, deswegen nochmal hier ein Video. Die sprechen von Gott. Da hinten lungern die Leute herum, shoppen, machen sonst was. Und ja, meine Aussage war klar und deutlich, oder? Habt ihr mitbekommen? So ist das. Schaut mal hier, die ganzen Arbeitslosen hier. Stark, Junge. Was geht ab, Jungs? Alles gut? Was ist los? Arbeitslos? Ja, sehr gut. Ja. Was? Ja. Auch, chillen. Ja. Was? Ich? I'm from Tajikistan, Russia. Asia, Russia. The world domination. Ich bin from Syria. Syria? Ah, okay, okay. Wie geht's euch? Wie lange seid ihr schon in Berlin, in Deutschland? Wie lange du hier schon? Ein Jahr. Fünf Monate. Eineinhalb Jahre. Ah, okay, okay. Und sagst du Deutschland ja, nein? Gut. Gut? Oder 50-50? 50-50. Was hast du gedacht? Du bekommst Auto und Haus? Ja. Ja. Bruder, hier ist genauso. Hier müssen alle Leute arbeiten, Bro. Ja? Keine Porsche. Kein Mercedes, ja. Kein Haus, ja, BMW. Mach's gut, Bro, schönen Abend, ja. Ciao, ciao. Ja. Die Jungs habe ich schön hochgenommen. Muss auch mal sein, ich mache natürlich nur Spaß. Ja. Aber jetzt mal im Ernst. Was denken einige, die hierher kommen, was sie dann bekommen? Kriegen die dann ein Auto, ein großes Haus? Was denken die sich? Ist auch mal interessant zu erfahren, was die sich denken. Ich sage zu ihm, wie findest du Deutschland? Er sagt, ja. Sag, was denn nun? Gut oder schlecht? Oder 50-50? Eher so, 50-50. Naja, was machst du dann hier? Ja? Naja, so ist das eben. Ja, ja, 80% Migration, vor allem Alexanderplatz. Ne? Alexanderplatz ist halt normal. Ja? Hier nochmal schön Frittenwerk, dann Primark, Einkaufszentren, hinten Live-Musik. Vielleicht können wir nochmal ein, zwei Leuten mal quatschen. Und schauen, was hier so läuft. Ja, ich bin ein offener Mensch, der auf die Leute zugeht und mich mit den Leuten unterhält. Ja, ja, muss ja. Man muss ja auch mit den Leuten was machen. Ne? Ja. Hallo, hallo. Wie geht's? Alles gut? Ja, bei dir. Woher kommst du? Ich? Ja? Iraner. Iran, ah. Wie ist das jetzt in Iran? Kann man da hinfahren als deutscher Staatsbürger, wenn ich mit meinem deutschen Pass nach Iran gehe? Kriege ich da Probleme in dir, wa? Nein. Kann man Urlaub machen, ja? Ja. Ah. Welches Land du? Ich komme aus Tadschikistan. Tadschikistan. Ja, aber ich bin hier aufgewachsen, also ich bin Deutscher heute. Ja? Afghani? Nein, nein, Tadschik. Russland. Russisch, Tadschikisch. Ah, nicht Türkisch verstanden? Nee, auch nicht. Ja. Nur Deutsch, Englisch, Russisch. Weil ich komme aus der russischen Seite. Ja. Wie lange bist du schon in Berlin? Ich? Ja. 10 Jahre so. Ah, du bist schon lange hier. Ich bin auch dieser Iraner, Aserbaidschaner. Aserbaidschaner, ja. Bei Russki Tosch oder das Gewalt? Nein, nein, nein. Nee, ah, okay, okay.
Iran und Aserbaidschan. Aber Iran ist nicht gefährlich jetzt? Nein, nein, nein. Man kann fliegen? Ja, ja. 20 Millionen Aserbaidschaner leben hier. Ah, okay, okay. Gucken danke. Internet. Danke für die Information. Dankeschön. Ja, du bist stylisch angezogen. Hast du Style? Ja, danke. Das ist gut, ja. Mach's gut, Bruder. Ciao, ciao. Danke. Also Iran ist sicher. Man kann nach Iran fliegen. Ja. Ja, auch schön zu hören. Diese Information hatte ich nicht hier auf dem Schirm, dass 20 Millionen Aserbaidschaner in Iran leben. Habe ich so nicht gewusst. Jetzt weiß ich das. Ab und zu mal rumlaufen, mit Leuten interagieren. Ja. Müssen wir halt mal schauen. Ne? Verzeihung, sprechen Sie Deutsch? Haben Sie einen Kulturschock? Der Deutsche will nicht mit mir reden. Wie geht's, Meister? Alles gut bei dir? Live-Musik. Ah ja, die Mädels, die hier, ne, arbeiten. Sehr gut, sehr gut. Habt ihr was zu sagen? Wie ist das Arbeitsklima? Gefällt es euch? Das Arbeitsklima ist super, die Menschen sind auch super. Nett, also ja? die stehen bleiben, ja. Und Danke sagen, wenn man Hallo sagt. Mhm. Ja. Ja. Also klappt schon, sagst du? Ja. Okay, das ist ja richtig, ist doch gut. Mhm. Ihr seid noch jung, ihr habt noch voll viel Zeit, ihr könnt noch voll viel arbeiten, voll viel Sachen machen. Und ja. Willst du uns helfen? Willst du unterstützen? Ich gebe meine Daten ungern einfach so irgendwo jemand bekannt, weißt du? Ich kann dir jetzt Geld geben, aber ich glaube, ihr wollt Konto haben, ja. Und Name, Nachname, Adresse. Nee, da bin ich raus. Ja, Dankeschön, ja. Schönen Abend. Ciao, ciao. Bye, bye. Sehr sprachgewandte Menschen, sehr, sehr nette Menschen hier. Eins. Puh. Straßenmusik hier an der Seite. Jawohl. Das ist Berlin, Freunde. Was sonst? Berlin City. Berlin City. So ist das hier. Ja? Ich hoffe, das ist nicht Copyright hier mit der Musik. Daher schreie ich hier rum. Ja. Ups, sorry. Ja. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ich hab mal eine Frage. Nicht erschrecken, ich habe mal eine Frage. Hm? Wenn Sie hier über den Platz laufen, was denken Sie in einem Wort? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bier, sehr gut. Alles Gute, ciao. Geiler Typ. Der wollte sich natürlich nicht dazu äußern. Ja, Bier. Oh, Meister, wie geht's dir? Alles okay? Sehr gut, Bruder. Wir sehen uns am Kotti. Ciao. Ciao, Bro. Ja, ein Ladeninhaber am Kottbusser Tor. Cooler Typ, den kenn ich schon eine Weile. Ja. Ja, verwahrlose natürlich an den Ecken so ein bisschen. Geht schon. Ah, ihr habt jetzt die Ecken verpasst, habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Aber wir können ja nochmal ruhig da vorbeilaufen. Ja, ihr seht hier so ein bisschen, ne? Da so ein bisschen der Typ an der Seite. Ne? Dann hier so ein bisschen. Der Typ schläft. Schläft halt, ne? Naja. Hier ein paar Inder. Da ein paar Deutsche. Da ein paar Afghanen. Ist halt eine gute Mischung hier. Ja? So, wir gehen jetzt rüber. Ich liebe diese Art von Videos, weil die real sind. Keiner macht diese Videos so, wie ich sie mache. Keiner. Ja? One Take, Freestyle, mit Leuten reden. Keiner traut sich das. Ja? Berlin ist ja auch nicht ungefährlich. Gut, wir sind jetzt hier direkt vor dem Fernsehturm. Sorry, Bro. Polizei natürlich wieder am Start, wie immer. Was auch immer hier läuft, die Polizei ist immer da. Immer. Können wir hier nochmal ein Pärchen fragen oder eine Familie? Müssen wir mal gucken. Straßenmusiker, Live-Musiker. Sehr gut. Aha, da kommt jemand. Grüß dich. Bist du J6? Ja, genau. Ja. Willst du ein Foto machen? Ja, gerne. Ja, mach mal schnell. Alles gut. Okay. Jo, der junge Mann hat mich jetzt hier gerade abgefangen. Bist im Video, YouTube. Genau, genau. Stark, Junge, du machst dein Handy aus, ja? Ja, geil, um deinen Akku zu sparen. Yeah. Du bist ein sehr intelligenter junger Mann. Ja, danke. Sehr, sehr cool. Das ist deine Mama oder deine Schwester? Schwester. Ah, Schwester, okay, okay. Okay, sehr, sehr cool. Ja, dann warten wir so lange, sind wir so freundlich. Wir sehen hier die ganzen Touristen gehen shoppen. TK Maxx, oben übrigens sehr, sehr teure Wohnungen. Seht ihr das da oben? Sind alles teure Apartments. 1,5, 2 Millionen, kann sich keiner leisten. Das ist mein Ziel, irgendwann mal da zu wohnen, hier über den Alexanderplatz. Aber ich glaube, da werden wir niemals hinkommen. Schauen wir mal. Ja. So, jetzt ist auch dein Handy bereit.
Handy war aus. Danke. Und, ja, perfekt. Mach's gut, Bro. Ja, pass auf dich auf. Ciao. Na, Meister. Alles gut. Alles gut. Wer from? Alles okay. Wer kommen Sie from? Bisschen Deutsch, bisschen Englisch, Ungarisch und Budapest, Magyar. Ad kudati? Ad polski? Nein, Ungarisch. Ah, Ungarisch. Ungarisch, Magyar. Par Russki, понимаешь? Ein bisschen. Ja. Alles Gute, Bruder. Alles okay. Ciao, ciao. Mach's gut. Geil. Starker Typ. So ein Obdachloser aus Ungarn, Bro. Der hängt hier rum. Ich kenne ihn schon eine Weile. Das ist Berlin. In Berlin wird es nie langweilig. Weißt du, was ich meine? Das ist ja das Ding so. Berlin bleibt immer, wie es war. Wir haben hier Leute aus Ungarn, aus was du willst. Aus Timbuktu. Aus jeder Ecke. Ja. Wir gehen ganz kurz auf die andere Seite. Das ist YouTube, Bruder. Das ist nicht TikTok. Ja. Mach's gut, Bruder, ja? Pass auf dich auf, mein lieber Freund. Ja? Ja. Wer mich von der Seite anschreit, den muss ich auf ihn zusteuern und ihn fragen, was los ist. Ja? Aber indirekt. Ja, da ist auch eine interessante Ecke, je nachdem, was da läuft. Ja? Was ist da schon wieder los? Ey, nur Chaoten hier, wirklich. Das ist Berlin, Freunde. Hier auf jeden Fall am Alexanderplatz direkt. Leute aus Polen. Hallo, Entschuldigung, woher kommen Sie? Was? Aus Polen. Polska. Ah, Polska. Ah, okay. Polska. Ich spreche Deutsch. Gdańsk, Sopot. Sopot, Gdańsk. Warschau, Krakow. Breslau, Krakow. Breslau. Breslau, ja. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Kommen wir zusammen, wir sind Kollegen. Welche Stadt? Meine Freund. Keine Breslau. Skąd jesteś? Breslau. Lublin. Breslau. Lublin. Lublin. Ah, Lublin, die Ukraine, ja? Ukraina. Ah. Rumbeljaka, Ukraina. Ja, Lublina in Ukraine. Keine Ukraine. Skąd ty jesteś, się pyta? Gorzów. Gorzów, ah, okej, okej. Czy pyta, skąd jesteśmy? Jedziemy na Mielno, party, a, Mielno. Mielno, perfekt. Wie lange leben Sie in Berlin? Party. Wie lange lebst du in Berlin schon? Hallo. Wie lange lebst du in Berlin? Oh, Wein, ja, Vino. Drink so, ja. Mach's gut, schönen Tag. Bye, bye. Haben wir nicht darauf geantwortet, aber macht ja nichts. Ja? Eher so, Kurva. Ja. Sehr interessant. Die Polen, Alter. Die Polen auch immer sehr, sehr freundlich trotzdem. Immer sehr offen, immer sehr freundlich. Polnische Mitbürger sind zwar immer besoffen, betrunken, machen sich immer selbst eher so sehr, sehr schwer kaputt. Aber zu anderen, Alter, sind die übernett. Ich finde das polnische Volk sehr, sehr freundlich, egal was war. Ich habe noch nie einen unfreundlichen Polen getroffen, noch nie. Ja? Die sind immer sehr, sehr nett, auch wenn die besoffen sind. Polnische Leute sind immer freundlich, immer. So, auf jeden Fall. Jetzt haut sie den oder was? Stark, Junge. Gehen wir mal in die weiteren Ecken hier. Hier sehen wir Migration natürlich. Hier auch. Das ist so arabisch, afghanisch, Syrien, so in die Richtung, an den Ecken auch. Ja. Spätkauf. Wir wollen kurz, der Kleine hat sich verlaufen, glaube ich. Ja, der kleine Mann. So, wir gehen mal ganz kurz unter dieser Fernsehturmbrücke und schauen uns mal ganz kurz die Migrantenecke an, tagsüber. Sonst ist hier abends was los, weil tagsüber sehr warm ist. Aber wir gucken mal. Ja, mal wieder Alexanderplatz, weil hier wirklich viel los ist, ne? Den Ort kannst du eigentlich jeden Tag sehen, aber ich bin nicht jeden Tag hier. Einmal die Woche bin ich hier, wenn überhaupt. Sonst produziere ich immer vor. Am selben Tag mache ich dann so 3-4 Videos. Und dann poste ich die nacheinander. Oder manchmal auch zeitversetzt. Ja. So. Die wunderschöne Ecke hier. Mal wieder. Hier die ganzen Jungs, die rumlungern. Ah ja.
Der eine schläft. Der eine guckt ins Handy. Das ist so der Lifestyle hier. Ja, wir gehen mal ganz kurz bis zum Brunnen. Und dann hat sich das natürlich auch erledigt, würde ich sagen. Hier auf der Wiese noch sehr viele Leute, sehen wir. Da sind auch viele Leute. Heute kommen die alle am Abend. Ihr könnt ja auch das Verhältnis sehen, ne? Dass in Berlin immer sehr, sehr viel ist. Ein, zwei Deutsche gibt es ja auch, klar. Ich würde annehmen, dass Sie Deutsch sind. Sind Sie Deutsch? Ich bin Deutsch. Ah ja, okay, alles klar. Wie fühlen Sie sich denn hier so am Alexanderplatz? Haben Sie einen Kulturschock, wenn Sie sagen? Nee, geht. Ich bin hier geboren, also. Ja, also es ist aber wie beim Alten. Ich bin schon lange nicht mehr hier. Ach so, Sie wohnen nicht mal hier? Nee, ah ja, okay. Ja, ist ja nicht böse. Ich mache ja nur Umfragen ab und zu mal so Sachen. Ich mache ja seriöse Dinger auf YouTube und schaue mir halt immer das Verhältnis an. Ja, also man merkt natürlich einen deutlichen Unterschied, ne? Zu den 90er Jahren und jetzt. Ich meine, wenn man jetzt hinguckt, ich habe jetzt nur Sie als einziges Deutsche entdeckt. Ja. Oder sehen Sie da noch einen Deutschen? Wenn man nur Deutsche hier rumlaufen. Ja. Nee, gibt's genug, klar. Aber ist jetzt Deutsch, aber ist Deutsch eigentlich? Ja, eben. Ja, ich meine nur von der Migrationswelle her. Es kommen ja immer mehr, bloß vom Platz her, wo sollen die alle hin, so weißt du? Das ist das Problem. Da war die Mauer noch da. Ja, weil es platzt ja alles aus allen Nieten, weißt du? Schönen Abend. Aber haben sie überall. Ja klar, weltweit, natürlich. Aber Deutschland ist so ein kleines Land, weißt du? Ja, ja. Woher kommen Sie denn? Niederlande, okay. Holland. Okay, okay. Ja, ist auch cool dort. Sehr ruhig, sind entspannter die Leute wie in Deutschland. Ja. Ja, klar, natürlich. Europaweit. Schönen Abend, danke. Ciao, ciao. Sehr netter junger Mann gewesen. Ja. Ja, ich meine, schaut euch doch um. Ne? Was auch nicht böse gemeint ist meinerseits. Ich zeige euch nur so, wie es ist. Ja? Ich bin kein AfD-Supporter. Bin ich wirklich nicht. Ich zeige euch einfach nur die Art und Weise. Ja? So ist das. Verzeihung, sprechen Sie Deutsch? Ja, Verzeihung. Ja? Nicht erschrecken, ist nur die Optik, die Hardware, die Software ist eine andere. Ja. Was sagen Sie über den Alexanderplatz, wenn Sie hier sind? Haben Sie einen Kulturschock, sogenannten? Ja, nicht? Also okay, so, ne? Das ist ein bisschen, ja. Aber wir kennen ihn so. Ah ja, okay. Okay. Also würde sich für Sie nichts verändert haben in den letzten 20 Jahren? Nee. Nicht? Hat sich was verändert hier? Ja, sicher. Also ich weiß, naja, die Läden haben sich verändert. Ja. Die Menschen haben sich verändert. Ja. Okay. Was nehmen Sie jetzt auf? Für wen? Oder nee, ich mache gerade für mich eine Dokumentation über Berlin Alexanderplatz. Ja, genau. Ist jetzt nichts Großartiges, für mich wie so eine Poesie halt, ne? Okay. Und ja, mir ist halt aufgefallen, wenn man jetzt provokanterweise, wie ich auch bin, wenn man jetzt auf die Wiese schaut, sehen Sie einen Deutschen da? Ich sehe keinen. Das hat sich verändert. Ja. Das ja. Okay. Das wollte ich hören und nicht die Cafés und so. Ja, ja, ja. Die Cafés ja auch unter anderem mit. Ja, ja. Alles gut, wie geht's dir? Alles gut? Alles gut bei dir? Arbeitslos, oder was? Ja, ja. Wie immer, ja. Ja, nee, das wollte ich eigentlich nur ansprechen. Ist nicht böse gemeint, ich habe eine unterhaltsame Art und Weise. Ich bin aber nicht böse oder AfD oder sowas. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Genau, ich spreche nur Probleme an. Ja? Ja, ja. Mehr nicht. Genau. Ich danke Ihnen. Was Sie wenigstens hören wollen. Ja, genau. Aber man muss ja auch ehrlich bleiben. Ja. Ich bin ja auch Schwarzkopf und ich sage die Wahrheit. Ne? Ja. Ne, darum muss, ja, ist ja so, ne? Ich bin seit 1993 in Berlin. Ach so. Und ich kenne das nochmal ganz anders. Als ich kam, war ich 7 Jahre alt. Vor 31 Jahren kam ich her. Und es war auf jeden Fall eine ganz andere Welt wie diese Welt jetzt. Ich habe nichts gegen Menschen. Aber diese Welt ist mir viel zu aggressiv, viel zu hastig. Ja? Der Alexanderplatz ist für mich, bin ich ehrlich, Kulturschock. Ja? Für mich ist das ein Kulturschock, 100%. Ja schon, aber ich würde sagen nochmal, speziell ab 2015 noch umso deutlicher. Also es ist für mich
wirklich, es ist zu viel. Nicht negativ gemeint. Ich meine, es sind einfach viele Einflüsse hier. Es ist zu viel. Schon, aber hatten wir vorhin auch das Gespräch. Können wir nicht dankbar sein, dass wir hier sitzen? Natürlich. Wir sitzen hier in Ruhe. Natürlich. Wir sitzen hier, trinken was, fühlen uns sicher im Prinzip und müssen nicht fliehen. Vollkommen richtig, ja. Muss man nicht trotzdem sagen, ja, es ist vielleicht ein bisschen viel, aber... Ja. Aber gut, ich glaube... Also Sie finden das schön, so wie es ist, oder muss man da nicht mehr was verändern? Man muss gegensteuern. Gegensteuern, ja. Ja. Ja, genau, so ein bisschen was in der Politik müsste sich schon was tun. Ne? Weil Sie haben recht, genau genommen haben die Leute können ja nichts für so. Weil sie gehen auch nur dahin, wo Ruhe ist, oder? Genau. Ja. Wir wollen auch nur in Frieden leben und in Ruhe. Und, ja. Und wenn unsere Politiker sagen, Mensch, ihr dürft nicht arbeiten in der Zeit, wo das Asylverfahren läuft, was für ein Schwachsinn. Das ist das Problem, ja. Na, ja. Da kommt man auf blöde Gedanken wahrscheinlich. Also. Ja. Ich danke Ihnen, danke. Sehr, sehr nett, sehr angenehm. Ciao. Schönen Tag. Was für nette junge Dame hier aus dem Nichts an der Seite. Ja, interessant. Ja. Wir sind hier weiterhin unterwegs, aber ich würde sagen, das war es auch schon mit diesem Video. Ja, klar waren die auch vorsichtig, weil die keinen Bock haben auf Stress, weißt du? Weil, ja, keiner möchte das gerne sagen, was er denkt. Aber ich bin da sehr, sehr ehrlich, ich bin da sehr, sehr offen. Mich interessiert das alles nicht. Ich bin weder rechts noch links. Ich möchte einfach Dinge ansprechen. Wenn zu viele Kulturen aufeinander rumhocken, kann da nichts Gutes rauskommen. Weil, warum? Jetzt kommt das Warum. Oder aber, weil das einfach zu unterschiedlich ist. Die Leute bekriegen sich dann sowieso automatisch. Jeder hat mal Stress. Aber wenn du schon knapp 280, 290 Nationen, Mann, wir haben schon 300 Nationen in Berlin. Das kann nur nach hinten losgehen. Weißt du, was ich meine? Also man muss das mit Vorsicht auch genießen, das meine ich. Die Politiker, denen ist es scheißegal, die stopfen die Leute einfach rein, so wie sie es gesagt hat übrigens. Und dann dürfen die Leute untereinander klarkommen wie in einem Käfig, ob es ihnen passt oder nicht. Wie so Zwergkaninchen, die ihr Ding machen. Aber uns, wir leiden drunter, alle. Ja? Darum geht es ja auch irgendwo. Ja. So, ab hier würde ich sagen, war es auch schon mit meiner Reise. Ich beende mein Video hier am Alexanderplatz. Da sind noch zwei nette Damen, die können sich... Könnte ich auch eigentlich nicht quatschen, aber mache ich jetzt nicht. Das war's für dieses Video. Ja, wenn es euch gefällt, mein Name ist J6, All in the Mix. Einfach mal Kanal abonnieren. Wenn ihr abonniert, verpasst ihr auch keine Videos mehr. Wenn ich was Neues hochlade, dann seht ihr es sofort. Ja, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr auf Abonnieren geht, oben geht ihr auf die Glocke. Schaltet ihr ein auf alle Benachrichtigungen. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich was Neues poste. Danke euch. Ich verbleibe erstmal so mit euch. Bis zum nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist J6, All in the Mix. Und bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen guten Tag und liebe Grüße aus dem wunderschönen Berlin Alexanderplatz. Berlin Mitte. Eure Meinung ist auch gefragt. Lest mir alle Kommentare durch. Peace and love and unity. Tschüss.